Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser und Filteranlagen. Deshalb befinden wir uns heute auch in meiner Küche und schauen uns später diesen Wasserfilter an. Aber bevor wir damit anfangen, fangen wir erstmal mit dem Oberthema wieder an. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser. Ich nutze diesen Osmosefilter jetzt seit ungefähr einem Jahr, habe aber vorher eigentlich immer Leitungswasser getrunken oder halt irgendwelche Limonaden oder so, aber ich trinke seit immer Leitungswasser, habe mir da auch nie wirklich Gedanken drum gemacht, weil ich immer wusste, dass das Leitungswasser in Deutschland sehr gut kontrolliert wird. Jetzt ist es nun mal so, auch wenn man in irgendwas der Beste ist, heißt es ja immer noch nicht, dass man da drin wirklich gut ist. Übertragen auf unser Wasser, das Wasser in Deutschland ist im internationalen Vergleich sehr, sehr gut. Wir sind eines von, in Klammern, wenigen Ländern, wo die Menschen das Leitungswasser ohne Probleme trinken können, ohne dass sie davon sofort krank werden, kotzen müssen, Durchfall bekommen oder andere schwere bakterielle Krankheiten. Das Wasser in Skandinavien ist noch besser, aber in Deutschland sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Und wenn man sich mal so die Karten anschaut, wie das Leitungswasser auf der Welt ist, dann hat man irgendwie so Europa als Spot, dann ist irgendwie in Kanada noch sehr gutes Wasser, in Amerika halbwegs gutes Leitungswasser und dann wird es tatsächlich schon langsam eng. Gerade in Afrika ist das Leitungswasser eigentlich nicht trinkbar. Trotzdem ist die Frage, wie gut ist denn jetzt eigentlich unser Leitungswasser? Und da sagen uns die Wasserexperten, ja, das Leitungswasser in Deutschland ist sehr gut, ist es sehr gut kontrolliert. Man sagt auch gerne mal, das Leitungswasser ist das bestkontrollierteste Nahrungsmittel in Deutschland. Tatsächlich ist das Leitungswasser sogar stärker kontrolliert als das Flaschenwasser, was du im Supermarkt kaufst. Also das, wenn du jetzt irgendwie Volvic und Co. hast, die haben geringere Kontrollmechanismen bzw. geringere Werte, die sie einhalten müssen, als das Leitungswasser in Deutschland. Somit ist es eigentlich besser, Leitungswasser zu trinken, als das teurere Wasser von Volvic und Co. Nun ist es aber so, dass ja unser Wasser, gerade unser Leitungswasser, in einem Kreislauf ist. Also es kommt ja nicht irgendwie immer frisch aus einem unbenutzten See, sondern das Wasser, sagen wir mal, landet in unserer Leitung, also wir lassen den Wasserhahn laufen, es landet in der Leitung oder wir gehen auf Toilette, es landet im Abflussrohr, dann geht es durch viele Rohre, dann geht es am Ende zur Kläranlage, dann wird es wieder aufbereitet und dann trinkt man ja wieder das Wasser, was man vorher schon mal benutzt hat. Und in einem Kreislauf ist es halt so, dass manche Stoffe dort halt drinnen bleiben, zum Beispiel Hormone, irgendwelche Reste aus unseren Medikamenten und andere Stoffe, die dort einfach enthalten bleiben. Zum Beispiel, wenn wir unsere Pullover und so waschen, ist da Mikroplastik drin und dieses Mikroplastik geht schwer wieder aus unserem Wasser raus. Und das ist nun mal ein Fakt, dass sich in unserem Leitungswasser Hormone befinden, dass sich dort Medikamentenreste befinden und dass sich dort Mikroplastik befindet. Wir sagen aktuell, das Leitungswasser in Deutschland ist gesund und es ist nicht schädlich, aber wir wissen aus der Wissenschaft, Meinungen werden irgendwann zu Fakten und auch Fakten können sich irgendwann ändern. Aktuell ist es ein Fakt, dass das Leitungswasser gesund ist. Es kann aber sein, dass wir in 20 Jahren sagen, also dass da irgendwie immer die Reste von der Babypille waren, war jetzt irgendwie weder für die Frauen noch für die Männer irgendwie geil, weil sich im Hormonhaushalt der Menschen etwas verändert hat. Darum, jetzt kommt auch schon so der größte Kritikpunkt an diesem ganzen Thema. Ich versuche eigentlich immer an meine Themen sehr wissenschaftlich ranzugehen, aber hier hört eigentlich der wissenschaftliche Fakt schon auf. Wir sagen, unser Leitungswasser in Deutschland und in Europa ist sehr gut, aber es enthält Stoffe, die nicht gesund sind. Wir haben irgendwelche Maximalwerte, die eingehalten werden dürfen, aber wir wissen auch, dass da halt Müll drin ist. Und damit leben wir und wir trinken das Wasser und generell geht es uns ja auch gut, aber es gibt jetzt halt auch nichts, wo man sagt, durch dieses Leitungswasser passiert irgendwas mit dem Menschen in Deutschland. Und es gibt meines Wissens nach auch keine Langzeitstudien, auch keine mittelfristigen Studien, die irgendwie Leute vergleicht, die Leitungswasser trinken, die Flaschenwasser trinken und die manuell gefiltertes Wasser trinken. Und darum
geht es halt hier sehr in eine Meinungsrichtung und wenig in eine Wissensrichtung. Und wenn man sich auch diese ganzen, also das recherchiert im Internet zu Wasser, wird es sehr schnell sehr esoterisch und sehr meinungsstark. Und es gibt viele Meinungen, wenig Fakten. Und gerade diese ganzen Hersteller von diesen Anlagen versuchen sich irgendwie durch diesen Dschungel von Fakten irgendwie durchzuringen. Und natürlich am Ende haben sie Werbebotschaften. Und wenn jemand einen Kannenfilter bewirbt, bewirbt er, dass das das Tollste ist. Wenn jemand einen Aktivkohlefilter hat, ist das natürlich die tollste Filterung. Und wenn jemand eine Osmoseanlage hat, ist das dann auch wieder die beste Lösung. Also jeder sagt, dass seins natürlich am Ende die beste Lösung ist. Um nochmal, bevor wir auf diese Geräte eingehen, einen Schritt zurückzugehen. Natürlich gibt es gewisse Werte, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel sollte der Bleiwert nicht so hoch sein im Wasser. Und gewisse andere Werte sollten auch eingehalten werden. Wie zum Beispiel gibt es eine Regelung, dass der pH-Wert des Wassers in einem bestimmten Bereich bleiben sollte. Jedes Wasserwerk, jede Stadtwerke in Deutschland, also quasi jeder Wasserlieferant ist dazu verpflichtet, diese Werte kostenlos bereitzustellen. Ich wohne in Hannover, mein Wasserdienstleister ist die EnerCity, die Stadtwerke, und da gehe ich oft einfach auf die Website, also man googelt es, bekommt man ein PDF und eine Seite, wo dann steht, wie diese Werte sind, und dann kann jeder für sich am Ende beurteilen, ob er diese Werte erstmal gut oder schlecht findet. Also zum Beispiel gibt es Anzeichen dafür oder gibt es Studien, die sagen, hey, Wasser mit einem hohen Magnesiumwert ist eher positiv, hat bestimmte positive Eigenschaften. So, das Wasser in Hannover hat jetzt nicht ganz so viel Magnesium. Das sind so Sachen, die man für sich beachten kann, aber an sich ist es erstmal so, hey, das ist das Wasser, das ist der Fakt und was mache ich jetzt daraus, das kann ich am Ende selber entscheiden. Hinzu kommen natürlich noch Bleirohre, die auch irgendwie einen Einfluss haben. Hoffentlich haben das viele Haushalte nicht mehr, aber gerade die älteren Häuser haben das dann doch noch manchmal. Deshalb kann es hilfreich sein, wenn man sich da Sorgen macht, zu sagen, hey, ich mache mal einen Test von meinem Wasser hier vor Ort und schicke diese Probe ein, um einfach da nochmal sicher zu gehen. Weil jetzt die Werte von EnerCity zum Beispiel, die sind ja allgemeingültig für das ganze Wasser, was in der Region oder in der Stadt Hannover verwendet wird. Welche Filtermöglichkeiten gibt es? Also die erste Filtermöglichkeit, die wir haben, ist so ein Kannenfilter von Britta für irgendwie 20 Euro. Da ist dann so ein Filter drin, den kauft man regelmäßig nach. Davon würde ich persönlich abraten, weil am Ende tauscht man diesen Filter doch nicht so oft aus, wie man es sollte. Es sammeln sich sehr schnell Bakterien da drin und am Ende ist irgendwie das Wasser unreiner als vorher. Jetzt zum Beispiel hier neben ist noch eine Hier neben ist noch eine Kaffeemaschine. Da kann man vielleicht noch sagen, hey, das Wasser geht dann am Ende wird hier gekocht. Dann ist es Hauptsache, es ist kalkfrei. Aber an sich sollte man eher darauf verzichten. So, dann gibt es so einen Wasserspender mit Filter. Da gibt es so in Amerika bestimmt vor allem eine Marke, die heißt Berkey. Auch da sagt man, hey, das kann doch sehr schnell Bakterien enthalten. So, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, aber die ignorieren wir, weil da geht es schon wieder in eine andere Richtung. Aber wir vergleichen nochmal hier drei verschiedene Filter. Einmal gibt es den Aktivkohlefilter, das ist eine der bekanntesten Möglichkeiten. Das ist schon mal eine gute Filtermöglichkeit. Dann gibt es die Dampfdestillation, also das Wasser wird erhitzt und am Ende verdampft es und dieses verdampfte Wasser trinkt man. Im Endeffekt ist es das, was mit unserem Regenwasser passiert, das ist dann auch rein. Aber die reinste Art des Wassers, also auch objektiv wissenschaftlich bewiesen, ist so eine Osmosefilteranlage, die wirklich nicht alles, aber also mehr Stoffe rausfiltert als alle anderen Filter, die es auf diesem Markt gibt. In der Regel werden die Leute, die sich jetzt dieses Video anschauen, wahrscheinlich überlegen, kaufe ich mir einen Aktivkohlefilter oder eine Osmosefilteranlage. Die haben beide verschiedene Vor- und Nachteile. Zum Beispiel Aktivkohlefilter, da geht das Wasser einfach einmal durch und es bleiben einfach die Stoffe, die dort nicht rein sollten, hängen. Bei dieser Osmosefilteranlage ist es so, dass ich nicht eins zu eins das Wasser bekomme, was ich filter, denn das gefilterte Wasser ist dann das reine Wasser, das trinke ich dann, das kommt dann hier am Ende, wenn ich hier drauf drücke, kommt hier das gefilterte Wasser raus. Ich habe aber auf der anderen Seite hier einen Wassertank
Und in diesem Wassertank ist dann am Ende das schmutzige Wasser drin und dieses muss ich wegschmeißen. Das heißt, ich habe am Ende einen erhöhten Wasserverbrauch. Wenn ich 1 Liter trinke, sind es, glaube ich, 2 bis 3 Liter Wasser, die am Ende schmutzig sind, die ich dann am Ende wegschmeißen muss. Im Sommer kann ich das dann für die Blumen nehmen, aber im Winter weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist so ein Punkt, den man beachten sollte. Was ich sehr empfehlen kann, es gibt eine Seite, die heißt vitalhelden.de, die verkaufen Wasserfilter und die haben eine sehr schöne Grafik. Die Grafik blende ich hier oben auch mal ein, aber die haben da auch einen sehr schönen Artikel mit Vor- und Nachteilen von den verschiedenen Wasserfiltern. Ich habe vor einem Jahr ausführlich recherchiert und habe für diesen Artikel nochmal ausführlich recherchiert und für mich persönlich ist die Osmose-Filteranlage die beste Art der Filterung. Was man hier jetzt noch betonen muss, ist, ich wohne in einer Mietwohnung und es war mir nicht möglich, an die Wasserleitung einen Filter anzuschließen. Also viele bauen das zum Beispiel unter die Spüle ein. Das war bei mir aus verschiedenen technischen Gründen und auch architektonischen Gründen mir leider nicht möglich, das anzubauen, ohne später vielleicht in einen Konflikt mit meinem Vermieter zu treten. Deshalb ist dieses Gerät hier auch komplett frei von der Wasserleitung. Das ist ein Vor- und ein Nachteil. Der Nachteil ist zum Beispiel, dass ich jedes Mal diesen Tank hier nehmen muss und den Tank dann zur Spüle tragen muss, ausleeren muss und wieder neues Wasser einfüllen muss, was wirklich am Tag mindestens 2-mal, in der Regel eigentlich sogar so 3 bis 4-mal passiert und manchmal ein bisschen nervig ist. Und der Vorteil wiederum ist am Ende, ich bin autark, ich habe hier kein Problem, muss irgendwas anbringen, habe Probleme mit dem Vermieter oder bin vielleicht auch handwerklich nicht so begabt und muss auch nicht alles filtern, was ich brauche. Also zum Beispiel zum Kochen oder so muss ich ja nicht immer alles filtern. Dann sage ich vielleicht, hey, das brauche ich nicht, oder zum Blumengießen. Darum hat man hier verschiedene Vor- und Nachteile. Ich bin damit an sich zufrieden, kann das Ding dann auch in jede andere Wohnung einfach mitschleppen. Oder wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte das unbedingt in meinem Campingurlaub mithaben, dann kann ich das Ding auch im Zweifel einfach mitschleppen. Wenn man sich informiert zum Thema Osmose-Filteranlage, oh, dann wird's kritisch. Also es könnte sein, dass ich nächstes Jahr sterbe. Es könnte aber auch sein, dass ich der gesundeste Mensch auf der Welt bin. Denn wie gesagt, die Wissenschaft hört an bestimmten Stellen auf und dann geht es in die Glaubensrichtung. Denn wenn der Mensch etwas nicht weiß und es nicht beantworten kann, dann holt er sich den Glauben herbei, um sich selbst in irgendwas zu bestätigen. Und das hat man hier in der Wasserwelt. Die Recherchen sind dann doch manchmal schon sehr amüsant und die Diskussionen, die da stattfinden, sind sehr amüsant. Es gibt einen Herrn, der heißt Dr. Michael Scholte und der hat eine Website, die heißt lebendigestrinkwasser.de. Und er ist Doktor und er beschäftigt sich mit dem Thema Wasser. Man muss jetzt aber auch sagen, manchmal driftet er auch ein bisschen dann doch ins Esoterische ab, aber ich finde seine Videos und seine Erklärungen tatsächlich noch am wissenschaftlichsten und am für mich persönlich am verständlichsten und am sinnvollsten. Und man diskutiert bei dem Wasser verschiedene Sachen. Also es geht darum, das Osmosewasser ist maximal gefiltert und manche bezeichnen dieses Wasser als tot. Denn es ist nicht nur so, dass alle Medikamente, alle Stoffe wie Blei und Eisen rausgefiltert werden, sondern auch die guten Stoffe wie Magnesium, Calcium, Natrium etc. Das ist alles da nicht mehr drin oder nur noch in sehr geringer Form. Das heißt, man trinkt eigentlich Wasser, was leer ist, in diesem Fall was tot ist. Und manche sagen, ach, das ist aber schlecht für den Körper. Also manche sagen, hey, dann bekomme ich ja gar keine Nährstoffe mehr, dann fehlt mir ja mein Magnesium, was ich nicht mehr bekomme. Manche sagen, dass der pH-Wert dann falsch ist, der ist dann zu sauer, der ist zu niedrig, das zerstört den Basenhaushalt von meinem Körper. Also es gibt da verschiedenste Diskussionen, die dort begonnen werden. Manche sagen auch, ja, die Struktur des Wassers wird verändert und die Struktur wird gebrochen und das ist schlecht für den Körper. Also da gibt es viele Diskussionen, die
vielleicht auch, wo das vielleicht auch stimmt, dass die Struktur des Wassers gebrochen wird, aber welchen Effekt das jetzt auf den Körper hat, da gibt es halt keine Aussagen zu, ob das jetzt nun wirklich vorteilhaft ist oder nicht. Man kann da halt auch noch dazu halten, hey, das Wasser, was wir aus der Leitung kommen, das ist jetzt auch nicht unbedingt lebendiges Wasser aus dem frischen See, sondern das wird auch tausendmal gefiltert und da schwammt schon hundertmal die Kacke drin und da sind Medikamente drin. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Wasser. Was aber das Argument von dem Dr. Scholte ist, er sagt, hey, was haben denn die Leute früher getrunken? Also als es dieses ganze Leitungswasser und so noch nicht gab. Die meisten Leute, die jetzt nicht unbedingt eine Quelle im bayerischen Wald hatten, die haben aus Seen und Flüssen Wasser getrunken. Und seine Aussage ist, hey, das Wasser in Seen zum Beispiel, das ist auch sehr arm, sehr tot. Da sind kaum Mineralien drin, der pH-Wert ist jetzt auch nicht so ideal, wie er für den Körper sein sollte. Das ist alles sehr ähnlich wie bei diesem Osmosewasser. Er sagt zum Beispiel auch, dass Regenwasser auch gar keine Stoffe enthält. Also das ist wie destilliertes Wasser, da wird auch alles rausgefiltert. Und darum ist seine Aussage, hey, das Osmosewasser ist genauso gut wie das Regenwasser und wie das Wasser in Seen und in Flüssen. Darum kann man das problemlos trinken. Diese Argumente kennen natürlich auch die Hersteller von den Osmoseanlagen. Sie wissen, objektiv ist es das reinste Wasser. Da kann auch ein Aktivkohlefilter nicht mithalten. Sie wissen aber auch, dass Leute dann Bedenken haben. Also ich zum Beispiel habe mich da informiert, habe mich da natürlich auch ein bisschen verloren gefühlt, auch ein bisschen unsicher gefühlt. So, keine Ahnung, ist das jetzt schlimm, wenn der pH-Wert nicht so gut ist, wie er sein sollte? Weiß ich nicht. Magnesium etc., denke ich mir so, ja komm, ich nehme ja sowieso meine Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube jetzt nicht, dass dies bisschen Magnesium schlimm sein wird. Dann gibt es auch noch Leute, die behaupten, ja, wenn das Wasser, das ist dann gut oder schlecht, wenn das leer ist. Manche sagen, das Wasser ist besonders gut, wenn es leer oder tot ist, weil es dann mehr Stoffe aus dem Körper ausscheiden lässt. Und manche sagen, dass das Wasser, wenn da Magnesium und so drin ist, dass unser Körper das gar nicht aufnehmen kann. Also es gibt wirklich da echt viele verschiedene Theorien. So, diese Anbieter, wie zum Beispiel hier Osmo Fresh, machen das ganz schlau. Die sagen halt, hey Leute, erstmal filtern wir das Wasser, so gut wie wir das können, mit unserer Osmosefilterung. Und dann bauen wir da noch verschiedene Filter ein. Und zwar sind das drei verschiedene Filter. Und durch diese Filter fügen sie wieder Sachen zu. Also sowas wie Magnesium, Calcium, Natrium und irgendwie noch ein paar andere Stoffe. Und zusätzlich sorgt einer dieser Filter dafür, dass der pH-Wert wieder in einem Bereich ist, der dem menschlichen Körper entspricht, beziehungsweise der diesen Richtlinien von Leitungswasser entspricht. Das heißt, erst filtert man den ganzen Bums hier, indem man hier drauf drückt und das hier durchgeht. Und man hört das auch gleich. Ja, jetzt ist es gerade leise, aber das brummt dann danach gerne. Mal hören wir vielleicht gleich zwischendurch. Und dann geht es nochmal durch ein, zwei Filter durch und dann werden die Stoffe wieder hinzugefügt. Das heißt, man hat dann sehr klares, sauberes Wasser, plus dann zusätzlich werden die Gegenargumente wieder ausgehebelt, sodass man sagt, hey, komm, das ist doch das perfekte Wasser hier. Also ob es wirklich perfekt ist, kann ich euch nicht sagen, aber weil es einfach meiner Meinung nach keine Informationen dazu gibt, die das bestätigen oder widerlegen, denn ich habe mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Aber für mich persönlich ist es ein super Wasser. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Gerät ein bisschen genauer an. So, schauen wir uns das Gerät jetzt mal genauer an. Mich werdet ihr jetzt nicht sehen, ihr werdet nur meine Hände sehen, aber es geht ja auch hier ums Gerät und nicht um mich. Also erstmal haben wir hier diesen Display und dafür zoome ich hier nochmal ein bisschen ran. So, und wir haben hier zuerst einmal diesen TDS-Wert, der gibt dir an, quasi wie sauber gerade das Wasser ist. Also die Werte bei Leitungswasser liegen eigentlich über 100, 200 TDS. Bei Osmosewasser, also meistens liegt der Wert hier tatsächlich bei uns bei 0. 0 bis 1, das ist dann quasi das reinste Wasser. Und der schwankt immer ein bisschen. Und irgendwann, wenn der Wert zu hoch ist, dann weiß man, okay, das Gerät müsste jetzt mal langsam neue Filter, braucht es jetzt. Dann haben wir hier noch die Temperatur. Ja, die braucht man jetzt in diesem Fall nicht unbedingt. Dann weiß man halt, das Wasser hat gerade hier 20 Grad. Dann gibt es hier verschiedene Temperaturen. Also ich finde es ein bisschen irritierend, weil hier steht Kaffee, Tee, Milch. Also da kommt jetzt keine Milch raus und auch kein Honig. Der Klassiker ist erstmal normales Wasser. So, dann klicke ich da drauf. Gehe mal wieder zurück hier.
dann kommt das Wasser raus. Und man hört jetzt auch schon so ein bisschen im Hintergrund, dass das Gerät anfängt zu brummen. Und wir lassen es jetzt einfach einmal durchlaufen. Wir sehen hier auch, hier ist dieses Wasserzeichen, das heißt, das Wasser fließt und wenn das dann blinkt, dann muss der Filter erstmal wieder arbeiten. Jetzt halte ich einmal hier kurz dran. Also dieses Gerät ist auch ein bisschen laut dann, weil jetzt muss das Wasser quasi wieder hier drin durch den Filter durch und jetzt arbeitet er. Und wenn ich das hier jetzt ein paar Mal drücke, dann wird er irgendwann hier sagen, hey, Brudi, du hast zwar noch Wasser hinten im Tank drin, aber ich muss hier erstmal in meinem Gerät, muss ich erstmal arbeiten und muss das wieder filtern. Du musst jetzt erstmal warten. Also im Schnitt sind es so wahrscheinlich so 2 bis 3 Liter, die man verarbeiten kann. Und da muss man manchmal auch echt ein bisschen so 5 Minuten oder so warten, bis der sich wieder hier regeneriert hat. Und dann kann man auch schön hier hinten erstmal 2-mal den Wassertank leer machen. Um den auch einmal zu zeigen, ich mache hier einmal kurz aus. Dann arbeitet er auch nicht mehr. Jetzt ist es ausgegangen. So, jetzt schieben wir das mal ein bisschen zur Seite hier. Dann kann ich diesen Deckel hier abmachen. Und dann haben wir hier den Wassertank. So sieht der Wassertank aus. Ein bisschen schmutzig, aber er funktioniert. Also nur von außen, also so ein bisschen Kalk halt. So, das ist der Wassertank. Und den füllt man auch komplett von beiden Seiten. Also da hat die Firma OsmoFresh irgendein cooles System, dass man nicht nur die eine Seite füllt, sondern irgendwie der leert und entleert sich mit dem Schmutzwasser und dem Frischwasser. Da haben die irgendeine Technologie, das erklären die auch. Ich habe es ein bisschen vergessen, ist auch eigentlich egal. Das funktioniert und fertig. Und den muss ich dann halt immer rüber zur Spüle tragen und dann wieder auffüllen und dann hänge ich das wieder rein. So, und jetzt kann ich hier aber auch verschiedene Temperaturen einstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich möchte jetzt hier einen Tee haben, holen wir mal hier ein Teeglas oben raus, schiebe diese Kanne zur Seite. Hier ist eigentlich auch noch, jetzt muss ich mal gucken, das liegt bestimmt hier unten, habe ich es. Hier ist eigentlich noch so ein, so ein Teil dabei, was man da drunter stellt. Kamera mal noch ein bisschen rauszoomen, damit, wenn ich hier jetzt irgendwie ein bisschen tropfe, dass das halt nicht alles auf den Boden tropft, sondern halt hier in diesen Auffangbehälter, weil das ist immer so ein bisschen so, wenn man sich jetzt hier irgendwie ein Wasser nimmt und jemand wie ich jetzt ein bisschen ungeduldig und man drückt jetzt hier drauf und zieht das schon weg, dann tropft das halt immer noch so ein bisschen hinterher. Darum ist hier dieses Gerät, dieser Auffangbehälter, da wir aber uns bei IKEA einfach so eine Karaffe für 10 Euro gekauft haben, haben wir hier kein Problem. So, auf jeden Fall kann man, also wir lassen das immer volllaufen und dann schütten wir uns das über den Tag verteilt um. So, und jetzt habe ich hier aber auch die Funktion, also ich muss hier das entlocken, entsperren, damit kein Kind Mist bauen kann. Und dann kann ich hier das drücken und dann kommt hier jetzt Wasser mit 80 Grad raus oder halt mit 90, 100, 55 oder 45. Und dann habe ich hier am Ende richtig schönes Wasser für meinen Tee und das geht halt, also ihr seht halt, das geht halt sofort. Ne? Wenn ich jetzt hier auf 100 mache, das dauert halt eine Sekunde und dann kommt es mit 100 Grad raus. Das heißt, für kleine Getränke wie einen Tee brauche ich keinen Wasserkocher. Ihr braucht immer noch für zu Hause einen Wasserkocher, weil der hier jetzt nicht 2 Liter macht, weil das dauert dann ewig. Aber für so Tees und Kaffees etc. ist das ziemlich cool, weil es einfach das ersetzt, das Wasser zu kochen und es einfach wirklich in Sekundenschnelle geht. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die Kosten eingehen. Also dieser Filter kostet, oder dieses Gerät kostet aktuell 450 Euro. Damals hat es noch 500 gekostet. Es gibt mittlerweile den OsmoFresh Pro, der noch ein paar andere Vorteile hat. Zum Beispiel ist hier der Nachteil, hier kommen immer, ich glaube, um die 400 Milliliter raus. Bei dem Pro kann ich das einstellen. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Aber an sich sind die Geräte gleich. Es ist einfach ein bisschen hier, dieses Touch-Ding ist ein bisschen anders und hat noch 1, 2 Funktionen mehr. Das heißt, ich bezahle einmal 450 bis 500 Euro für das Gerät. Dann brauche ich die 3 Filter. 2 dieser Filter, die muss man alle 6 bis 12 Monate austauschen. Das haben wir jetzt einmal gemacht. Das hat um die 70 Euro gekostet.
Dann gibt es noch die Membran, die muss alle 12 bis 24 Monate ausgetauscht werden. Angeblich meldet sich das Gerät hier irgendwann mit einer Information, wann man das machen muss. Auch dieser Filter kostet um die 70 Euro. Wenn ich das mal runterrechne auf ein Jahr, dann muss man im Schnitt 100 Euro für die Filter zahlen. Wenn ich das jetzt auf 5 Jahre einfach mal hochrechne, ich gehe jetzt mal davon aus, das Gerät hier wird schon 5 Jahre mindestens halten, sagen wir mal nach 5 Jahren, aus welchen Gründen ist einfach alles kaputt, dann habe ich 500 Euro einmal Anschaffungskosten gehabt und 500 Euro Instandhaltungskosten. Jetzt habe ich mal geguckt, lass mich nochmal auf die Zahl gucken. Ich habe gesagt, hey, sind das 4 Liter pro Tag. So, wenn ich jetzt diese 4 Liter mal 5 Jahre rechne, also mal 365 mal 5, dann lande ich irgendwo bei über 7000 Litern, die durch dieses Gerät hier durchgeflossen sind, beziehungsweise es sind mehr durchgeflossen, aber die hier unten rauskommen, die trinkbar sind, bin ich bei über 7000 Litern und dann kostet mich der Liter 0,137 Cent, also ich zahle 4, Euro, also ich zahle 14 Cent für einen Liter. Zum Vergleich, das günstigste Wasser ist wahrscheinlich das Saskia-Wasser von Lidl und da kostet der Liter um die 18 Cent. Das heißt, ich bin hier bei einem Preis, der unter dem günstigsten Flaschenwasser liegt. Wir wissen alle, Volvic und Co. sind noch deutlich, deutlich teurer. Das normale Leitungswasser kostet 0,2 Cent pro Liter. Also die Kosten, die jetzt hier dafür noch draufkommen, dafür, dass quasi aus 3 Liter nur 1 Liter werden, die sind eigentlich zu vernachlässigen, weil das wirklich nichts kostet. Das heißt wirklich, das Leitungswasser, pure Leitungswasser, ist natürlich immer noch deutlich günstiger als dieses gefilterte Wasser, denn wie gesagt, es kostet mich über 5 Jahre gesehen 1000 Euro, also 200 Euro im Jahr für dieses Wasser, was viel Geld ist, also über 10 Euro im Monat. Aber umgerechnet, wenn ich mir jetzt das Flaschenwasser kaufe, dann ist es A, günstiger und B, natürlich auch entspannter, als jedes Mal zum Supermarkt zu fahren, das alles einzuräumen, rauszuräumen, Wasserflaschen, Kisten, alles teuer, alles schwer, mega Aufwand, mega nervig und ist auch noch ein großer CO2-Verbrauch. Von daher ist es nicht nur günstiger als Flaschenwasser, sondern eigentlich auch noch das bessere Wasser in der Hinsicht, dass es auf jeden Fall reiner ist, weil wir auch gar nicht wissen, wie gut das Wasser ist aus der Flasche, weil es einfach schlechtere Kriterien hat als das Leitungswasser. So, und jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Filter an. Die sehen wir hier. Also wir haben hier die drei verschiedenen Filter, die es gibt. Und die kann man, das werde ich jetzt nicht machen, aber die kann man hier wirklich recht leicht einfach wieder raus und reinnehmen. Also dieser Prozess des Austauschens, da muss man sich halt mal 20 Minuten Zeit für nehmen. Aber das funktioniert tatsächlich wirklich sehr entspannt und ist ein sehr einfacher Prozess. Wie ist mein Fazit dazu? Also ich persönlich trinke immer noch ohne Probleme Leitungswasser. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich gar kein Problem damit, Leitungswasser zu trinken. Ich trinke auch Leitungswasser im europäischen Ausland. Ich google dann immer, also zum Beispiel in Paris und in London kann man das Wasser trinken. In Portugal wurde mir gesagt, ja, das soll man eher nicht trinken. Und dann trinke ich das, zum Beispiel in Paris und in London schmeckt es auch ein bisschen nach Chlor, gewöhnt man sich dran, aber soll angeblich in Ordnung sein. Ich hatte keine Probleme, also ich trinke das Leitungswasser und ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich kaufe mir auch gerne mal ein teureres Wasser, wie so ein Faschinger oder ein Aquapanna, einfach weil ich es sehr lecker finde. Ob das jetzt gesünder ist oder so, ist mir eigentlich egal. Ich finde es einfach sehr lecker, es schmeckt gut, es schmeckt besser als Leitungswasser. Es gibt auch Leitungswasser, die ich nicht mag. Zum Beispiel das Leitungswasser in Frankfurt ist für mich eklig, das trinke ich nicht. Dann muss ich mir leider eine Flasche kaufen, weil das wirklich mir überhaupt nicht schmeckt. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, trinke ich mein Wasser. Und ich finde auch, dass dieses gefilterte Wasser, das schmeckt einfach weicher. Also ich kann jedem von euch mal empfehlen, wenn ihr irgendwie Freunde habt oder es in einen Laden gibt, wo man das testen kann, probiert das mal aus. Das schmeckt wirklich weicher und deutlich leckerer als die meisten Leitungswasser. Und es gibt auch noch deutlich teurere Geräte, die da fürs ganze Haus sind etc. Die kosten dann 5000 Euro und mehr. Und da schmeckt man das, dass es noch weicher schmeckt. Also man schmeckt wirklich die Unterschiede in diesem Wasser. Und darum ist mein Fazit, ich finde diesen Kauf sehr gut. Ich hätte ihn jetzt alleine wahrscheinlich nicht getätigt. Meine Freundin wollte einfach unbedingt eine Filteranlage haben und dann haben wir uns diese geholt. Für mich war es am Ende ja cool, jetzt haben wir eine, ist gut, macht Spaß, Wasser schmeckt besser und es hat wahrscheinlich auch noch positive Effekte, weil ich einfach diesen ganzen Mist aus dem Leitungswasser zusätzlich noch rausfiltere.